Herzlich willkommen zu Life is Strange mit mir, Sam Kimmergatz, das ist natürlich meine Wenigkeit. Das ist doch ein bisschen laut auf den Ohr. Aber nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich will ja alles erleben, alles Feature, alles sehen, alles Mögliche. So, ich habe mich jetzt einfach mal entschlossen, Life is Strange zu spielen. Ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her, wo das Spiel released worden ist. Das ist mir schon bewusst. Ich will so ungefähr die Story, weiß ich noch. Aber da jetzt noch andere Teile dazugekommen sind, die ich jetzt schön chronologisch spielen will, von denen ich noch nichts gesehen habe. Und ich glaube, der eine Teil spielt eigentlich vor dem Teil jetzt. Aber das ist egal. Wir fangen mit dem an, was zuerst erschienen ist. So. Ich spiele mit Tastatur, also nicht mit Tastatur, sondern mit Controller. Ich würde dann sagen, wir starten ein Spiel neu. Wir gehen rein. Life is Strange ist ein Spiel, in dem die Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folge aller Taten entscheiden wirken auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wählerweise. Okay. So, jetzt bin ich schon. Ich bin schon dran. Okay. Ich werde, wenn sie redet, nicht reinreden. Also die ganzen Cutscenes, die werde ich mal unkommentiert lassen. Und das quasi auf mich wirken lassen. Ich werde versuchen. Ich weiß nicht, wie ich das mit. Ich weiß, man kann Szenen zurückspulen. Um zu sehen, wie was ist. Ich weiß, dass ich mich reden kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das so fancy ist. Wenn ich das oft mache oder ich das einfach sage, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ist die Entscheidung irgendwie so. Ich weiß ja nicht. Ist ja schon, sagen wir so, in Anführungsstrichen cheaten, dass man vorher nachgucken kann, wie die Entscheidung gefällt ist. Beziehungsweise nochmal beeinflussen kann. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja, moin. Ja, komm schon, Max. Was ist das Kassetten? Nee. So, das wird wahrscheinlich ein längeres Projekt. Ich werde alles. Ja, wir fallen jetzt nicht. Okay. Da kann man. Da hat sich niemals darauf hingesetzt. Das wird natürlich wahrscheinlich für mich ein etwas längeres Projekt, weil ich unbedingt alles sehen will. Und alles erleben natürlich. Holy shit! Sagst du was, Girl? So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right?
And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Jetzt halt aber den Mund. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. Ich frage mich ja, wie weit der Dialog jetzt noch geht. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. Normalerweise hätte jetzt if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. Wann geklickt und er wäre das schon quasi der nächste Etappe gewesen. Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry. Okay. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? I can't believe I still have this pencil case. Mm-hmm. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Anybody? This does not bode. I haven't kept up with my journal as much as I should. If anybody else looked at this, what would they think? 1. Oktober, Oktober, mein Lieblingsmonat, der beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbenwechsel. Herbst halt. Und die Blätter, wie sie flammen. Wie viele Seiten? Das ist... Ach du Scheiße. Der hat wirklich schon nicht so viel reingeschrieben. 8 Seiten. Der hat am 10. Juli angefangen. Ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Nicht schlecht. So, Jefferson, Kate, Victoria. Ah, so ein kleiner Steckbrief. Obwohl sie erwachsen ist, darf sie, in Anführungsstrichen, darf sie bestimmt keine Filme gucken, die erst ab 18 sind. Also FSK 18 bewertet wurden. Das ist komisch. Victoria. Episode 1. Okay, was haben wir noch? Papa, okay. Was hat denn er geschrieben? Der 18. Geburtstag. Der 18. Geburtstag soll ein besonderer Tag sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Spendabel. Kate. Alles klar. Möchtest du später Tee trinken? Gehen? Absolut. Ich hab ab 4 Zeit. Bis dann. Okay. Warte mal, ich kann doch noch... Ah, hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar? Alles klar. So, Mama. Herzlichen Glückwunsch. Maxinei... Oder Maxine? Ich kann dir nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bist.
XO. Warte, kurz hochscrollen. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen, bitte. Seht ihr auf keinen Fall Nekromantik auf meinen Stickern. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Besonders am 2.10., am 2.10., am 3.10., am 5.10., 5.10., 5.10. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignorier diese Nachricht nicht. Komisch, jetzt guck mal die Kamera an. Selfie mal. Nee, ich will angucken. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Just jump right in with an answer. I should take a picture to prove I'm still here. Is that the case? Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Okay, steht sogar an, dass ich ein Selfie machen muss. Ah, jetzt hat er aufgehört mitreden. Wer das... This was in the chapters you read. Was hat er gesagt? Irgendwas mit Kapitel. Es ist halt die Frage, hätte der Typ weiter... Also... Jeff Ray weitergeredet, wenn ich jetzt nichts davon gemacht hätte. You did read the chapters, right? Oder hätte der einfach was anderes gemacht? Also hätte der weitergeredet oder hätte der irgendwann gestoppt? Was ist denn das für ein Anhänger? Katzen? Nee, es ging Katzenanhänger. Your silence is deafening. Unbetäubender Lärm. Wird unbetäubender Lärm. Na gut, wir machen mal ein Selfie. Dass es weitergeht. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay, jetzt geht's noch nicht auf Zeit. Sie fragen mich? Das wusste ich mal. Da er mich gerade so irgendwie rausgerissen hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist so, Sie fragen mich? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Oh, that's Kate. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Aha, wir wollen mal gucken. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. I just really think Everyday Heroes is an important cultural event, and I want to represent Black women. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Jesus, this is her bestens. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell.
das rumscrollen? Nee, kann ich nicht. Ja gut, die hat sich eine teure Kamera angeguckt. So ein Tablet, oder? Eine Broschüre? Ein Computer, okay. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Photoshop-Programm. Schade, dass man das so viel erkennen kann oder rauslesen kann. Ja, das ist ein bisschen schade. Okay, wir gucken mal. Warte mal, was hat sie gesagt mit Kate? Kate looks so sad and quiet today. Okay, wie sprechen sie mal an? Vielleicht redet, also vielleicht will sie ja irgendwas uns sagen. Hi Kate. Oh. Hi Max. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Du bist heute so still. Jetzt fehlt mir natürlich der Kontext. Worin hätte ich sie quasi blamieren können? Oder meinst du jetzt gerade wegen dem Selfie, aber das war doch eher mehr... Ich gehe mal subtil ran und versuche vielleicht von oben die Außenschale des Problems ein bisschen anzukratzen, dass ich tiefer komme. Bup. Du bist heute so still. Da gehen wir mal rein. You seem quiet today. Just thinking too much. Die hat mir ja schon mal per SMS oder per WhatsApp geschrieben, dass sie gern Tee trinken will mit mir. Wir lassen mal Victoria raus, wir konzentrieren uns mal nur auf die Kate. So, für sie ist ja unsere Freundin. Ich möchte natürlich, dass die Freundin gut drauf ist, beziehungsweise besser gelaunt ist. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Papierkugel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Dear Kate, I love you. Porn video. Ei. Das ist... Let's talk later, Max. Okay. Markierungen. Ansehen. Huh. This might make a cool shot. Mache ich mal ein Foto? Warte. Jetzt muss ich erstmal. Was steht denn dort? Ich sehe nur. Ah, fuck. Ich sehe es nicht richtig. Steht Amber auf jeden Fall. Okay, was haben wir denn noch hier? Aha. Kamera-Equipment. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Oh, nicht schlecht. Nee, da waren wir ja schon wunderbar. Kann ich rennen? So ein bisschen. Okay. Aha, ein Bild. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ach, das hat Mr. Jefferson gemacht. Herr Jefferson. Popfile. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Okay, das hat Mr. Jefferson gemacht. So, hier haben wir noch ein Foto. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, ein Klassenfoto? So. Ein Ständer. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock? God, I'm such a photo nerd. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Ja, da steht so, Mark Jefferson. Kann ich rein? So, was haben wir denn noch so schönes? Fernseher ansehen. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documents. Okay. Here's the poster for the contest.
Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus, nimm teil. Fotowettbewerb, Held des Alltags. Reiche ein Bild ein, das dich oder andere beim heroischen Taten zeigt. Abgabefrist am 9. Oktober 2013. Der Gewinner fliegt nach... Ach, das ist das, was er vor uns geredet hat. Ja, der Gewinner fliegt nach San Francisco und resümiert seine Schule. Nationalen Helden des Tages Wettbewerb in der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober. Das ist aber auch schon ganz schön hart. Du gibst am 9. Oktober, also bis zum 9. Oktober muss es abgegeben werden. So, wir gehen jetzt davon aus, am 9. Oktober tun das welche noch abgeben. Dann haben die einen Tag Zeit, sich das alles irgendwie rauszusuchen von den ganzen Leuten, die es eingeschickt haben. So. Oder halt, ich weiß jetzt nicht. So, gehen jetzt davon aus, bis 24 Uhr vom 9. können die das abgeben. So. Haben die quasi den 10. Zeit, sich das alles anzugucken und das zu bewerten. Und dann am 11. tun die dann schon dorthin. Ich weiß jetzt nicht, wo die Stadt liegt, wo wir gerade sind. Es kann Sinn. Wir sind schon in San Francisco. Ich glaube, wir sind schon in San Francisco. Aber das ist ganz schön, sagen wir so, ganz schön kurz von der Planung her. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zum Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Ja, das ist Standard. So, haben wir noch hier, wo haben wir hier noch? Wir haben hier noch Zeug. Foto. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Das ist immer so, das ist eh so manchmal so ein Fall bei Naturbildern, dass die so, besonders bei Wäldern oder dunklen Wäldern oder Abschnitten, dass die sehr unheimlich und mysteriös aussehen. Besonders wenn noch ein bisschen Nebel ist. You can never escape the lighthouse here. Oh, der Leuchtturm. Den kennen wir doch irgendwo her. So, Kate. Kate ansehen. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Das kann ich mir gut vorstellen. Nach dem, was die hier abgedrückt hat. So, wir haben dort wir können die Kamera noch angucken. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Nee, da kann ich nicht raus. So, ich glaube, wir haben alles aus dem Zimmer, oder? Kann das sein? Wir haben alles angeguckt, wir haben alles durchgelesen. Die haben sogar ein Foto gemacht. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Ich hatte keine Zeit. Komm, wir machen wieder die Fragenummer. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Na gut, er will zumindest uns, sagen wir so, ermuntern, dass wir quasi unser Bestes geben. Und das Fotografieren nicht schleifen lassen. So, ich denke, ich werde immer so halbe Stunden Parts machen, weil ich will halt sehr viel entdecken und zuhören und lesen und alles. So.
öffnen. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You're just getting your you welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture. I feel like you have to pass some sort of test. Because Max wants everybody to see how hip she is. He plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Queer Enix. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Don't note entertainment. Life is Strange, Episode 1. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. Scheiße, die Musik so hart. American girls, I'd like I shouldn't be so stingy with my blood. Be part of the world around you. Driving a car by the seaside. Spendeblut. From the bright. Wir haben uns in Halloween-Spendenaktion am 31. Oktober 2017 teil. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. Von 9 bis 16 Uhr. Okay. To all of you, American these missing persons posters are popping up everywhere. No one can tell where your heart is. Scheiße, mit englischen Angaben kann ich das anfangen. Jetzt, wie groß die jetzt wirklich ist. Rachel Amber. Amber, warte mal kurz. Das war doch der Name von dem Tisch, der eingeritzt worden ist. Das war doch die Amber. Das war die rechts außen, die in dem Klassenzimmer auf dem Foto war. Das war rechts außen. Wissenschaftssaal. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Walking around my own place. Hey, girly. There's Taylor, always waiting for Victoria. Okay, das ist also die Freundin von I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. So wie ich gerade geblinkt habe, mir kann ich mir das vorstellen, dass es die Slave ist. Pony. Ja, rein kann, also zurück kann ich nicht. Also ich denke, das ist die Blonde ganz außen war. Die Amber. Go Bigfoot. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Okay, der gehört auch mit zu uns. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. I hate having everybody see inside my locker. Guck mal rein. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Okay. Dass jeder reingucken kann? Ich kann das nicht abschließen, oder? Ansehen. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Okay, das ist Dana und das ist Justin. Okay, und das ist yours? Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Kann ich mir vorstellen, dass in Chile das I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Das muss ja nicht von außen das Äußere bewerten. Stella is always deep in her notes.
She didn't come to Blackwell to mess around. Watching the world from the bright side. Können dem Menschen, der gerade am Boden liegt. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. No one can tell where your heart is. American girls like Dolly. I hate bully jockstraps like Logan. Yeah. Andy's a Vortex Club member. I wish I had. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Girlfriend. Ach, Daniel. I wish October would last forever. Ich stehe schon Herbst. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Tja, das wirst du aber nur ein Ding sehen. They should just call it a sugar machine. So that would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Walking around my own place, wondering why she cries sometimes. Talking about her own place. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryout, and I did not steal that backpack. No one could dry her fountain. Achso, da wurde ein Notebook geklaut. Nee, for sale zu verkaufen. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. So. Letzten Jahrzehnte die Klimawandel die Küste. Die Fische und Fauna angeschlossen dieses Thema. Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt. Auch in der Kintia Bay. Erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht in Stich. Natürlich ein netter Vorhaben. Dann kannst du Suche lesen. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts and so. I did not steal that backpack. Wait. Bellona, am 16. September wurde in meinem Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und mein Tablet waren viele besonders gute Mann verstorben kann. Imagine a world without you. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, eine Frage zu stellen, wenn du Infos hast oder gesehen, du möchtest, weil weißt du, wer ich bin. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen, wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Ja, aber das Problem ist, dass nur derjenige, der das geklaut hat, kann dir sagen, ich bin das und kann es zurückgeben. Jeder, also einer, der vielleicht Informationen hat, weiß einfach nicht, wer du bist. Also ich hätte da schon meinen Namen angegeben, so. Naja, es wäre meine Idee gewesen. Aber kann ja trotzdem den Namen angeben, was gestohlen worden ist. Champ-Auswahl am 5. Oktober in der Bücherei. Okay, zu Verkauf, PC, Laptop, voll ausgestattet, $600. Oder bestes Angebot. Und so, wir haben eine niedersische Vermisstenanzeige. I wonder what actually happened to her. Ich bin sein Puzzle. Okay, jetzt kann man das lesen. 50 Kilo, 19 Jahre, 1,65 Meter. I cry sometimes, walking around
wenn es traumhaft und ein Sternzeichen jenseits des linken Handgelenks. Das wird ja anders geschrieben. Seit Montag, den 22. April. Jetzt haben wir den hier. Good thing I left my AK at home. Principal doesn't come out of his office much. Also bei mir kam dann, Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters, so sad. Was sollen die denn anderes machen? Das ist natürlich ein bisschen weird, dass die über an jeder Ecke so ein Poster hängt. Von der Vermissten. Miss Grant is a great science teacher. Schon mit Kopf. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Soll ich zum Schulgang? Ich bin doch noch im Schulgang. There's the lighthouse again. Wieder der Leuchtturm. Kennen wir ja schon? Ah ja. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. To all of you, American girls, it's sad to. God, Samuel is such a weirdo, but I kind of like that about him. So is this. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the board. Der beste Sänger Orange sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse. The Romance? Shines, The Beatles, The Romance, The Stripes, okay. To all of you, American girls in the movies, you know, this no one can tell where the heart is, American girls like Dolly, with shiny smiles and plastic buddies. Traurig, einsam, deponiert. Später wird gleich eintreten im Bibelkreis. Sonntag wieder alle Religionen willkommen, sei fröhlich. Alle Religionen willkommen? Was ist das? Schwimmen wie ein Otter. Vorne fusionierte Schwimmlehrer. Ehemalige Otter-Champions trainieren dich persönlich, bis du durch Wasser kleidest und dein inneren Otter findest. Für Details könnt ihr mir ein bisschen Barrage Water wird Tablet so gut wie neu zum Verkauf enthält für die Katzenfotos. Da haben wir uns den Kandidaten, der das Tablet geklaut hat. Der Halunke! So ein kleiner Pisser, ey. Aber die ist schon, relativ feierbar. Look at these trophies. Gotta give it up for those big ones. They do stomp. Black Wolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Aber das muss ich den kleinen Pisser lassen, die Aktion. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Ein Schacht hier. Hier ist die Toilette, wo ich rein muss. Ich will ja mein Näschen. Das ist die Jungs-Toilette? Vermissten Poster. There's Hayden, another Vortex Club Bro. But he's actually not an ass. Es muss auch sympathische Vortex Club Mitglieder geben.
Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Halt. Lame. Na gut, ist klar, dass die da nicht drauf steht, beziehungsweise im Auge der Pferd. Ich würde sagen, wir haben den kompletten Gang abgegrast, oder? So, bevor ich jetzt in die Toilette reingehe, ich glaube, da kommt eine Katze. So, bevor ich jetzt in die Toilette reingehe, beende ich den Ball an der Stelle. Ich würde sagen, in dem Sinne, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Lass uns überraschen, was so abgeht, ne? In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Life is Strange mit Samke Begatzen und Schmelzigkeit. Macht natürlich irgendwas Sinnvolles.